Ja, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Sie wissen also, dass es falsch war, stimmt? Ja, es war falsch. Ich schwöre bei Gott. Und egal, ob Sie mir glauben, ob das Gericht mir glaubt oder diese Kamera mir glaubt. Ich wollte nie etwas mit ihm machen. Das ist Jerry Hetherington. In diesem Video zeige ich euch, wie dieses Monster zu seinem Spitznamen kam. Glory Hole Jerry. Die nächsten Sekunden lasse ich euch einmal im Original laufen, damit ihr sein Gewimmer selber hören könnt. Danach übersetze ich. Why did you think it was okay to have this sort of conversation with somebody who said they were 14? Oh, because I'm stupid. You talk about a glory hole. Wanting the boy to go to your house. Oh, God. Warum dachten Sie, es sei okay, so eine Unterhaltung mit einem 14-Jährigen zu führen? Weil ich dumm war. Sie sprachen über ein Glory Hole, hinter das Sie wollten, dass der Junge bei Ihnen zu Hause geht. Jerry Hetherington wurde als potenzieller Pädophiler von Chris Hansen auf frischer Tat in Michigan ertappt. Zu der Zeit war der 47-Jährige arbeitslos. Er lebte seit 5 Jahren in Monroe County. Bis er sich eines Tages als 19-jähriger Junge ausgab, der bei seinem Onkel leben würde. Über eine Dating-App schrieb er einen 14-jährigen Jungen an. Wovon Jerry zu der Zeit nichts ahnte, dieser angeblich 14-jährige Junge war ein Undercover-Polizist, der zusammen mit Chris Hansen versuchte, Pädophile zu überführen, bevor sie ihre Fantasien in die Tat umsetzen konnten. Jerry versuchte den angeblichen Jungen mit dem Versprechen, ein Glory Hole gebaut zu haben, in sein Zuhause zu locken. Nachdem er sicher war, dass das Treffen zustande kommen würde, gestand er dem Lockvogel, dass er in Wahrheit 47 Jahre alt war. Wem von euch kommt das Haus hier bekannt vor? Ist irgendwie ein bisschen wie eine Mäusefalle, oder? Da war doch neulich erst unser Matt zu Besuch. Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, schaut euch einfach meinen Fall 33 an. Naja, jedenfalls war nach ein paar weiteren Textnachrichten bereit, sich mit dem Lockvogel auch in dessen Haus zu treffen. Während Jerry auf dem Weg zu ihm war, bereiteten sich die Polizisten und Chris Hansen auf seinen Besuch vor. Als Jerry dann klopfte, ließ der angeblich 14-jährige Lockvogel ihn herein. Der Lockvogel verschwand daraufhin sofort in einen der hinteren Räume. Währenddessen machte Jerry es sich an der Küchentheke bequem. Aber zu seinem Pech war er nicht alleine mit dem Jungen zu Hause. Kurze Zeit später traten Chris Hansen und die Polizisten auf die Bildfläche. Und Jerry wurde verhaftet. Das lasse ich euch auch noch mal kurz im Original laufen, damit ihr selber hören könnt, aus welchem Holz Jerry ist. Oh, just relax, Jerry. We'll get you set up here in a second. Oh my God. So on three, we're gonna set you on your behind. Ready? One, two, three. Oh, my back. Oh, my back. Jerry. What? I'm Chris Hansen. I know who you are. How do you know who I am? Oh, because I've said I would never do this, and I did it anyway. Why did you do it, Jerry? Because I'm stupid. Beruhigen Sie sich, Jerry. Wir lassen sofort wieder locker. Also, auf drei setzen wir Sie hin. 1, 2, 3. Ah, mein Rücken. Jerry. Was? Ich bin Chris Hansen. Ich weiß, wer Sie sind. Woher kennen Sie mich? Ich dachte, ich würde sowas niemals tun und jetzt habe ich es trotzdem getan. Warum haben Sie das getan, Jerry? Weil ich dumm bin. Ungeachtet des schweren Verbrechens, dessen er sich schuldig gemacht hatte, half Jerry dem Beamten im Verhör. Er gab schockierende Informationen preis, die sich später als sehr nützlich erweisen sollten, um für die Sicherheit der Kinder aus der Nachbarschaft zu sorgen. Also, wie ich schon sagte, ich bin Detective Molinsky. Sie können mich John nennen. Entschuldigung, erzählen Sie mir, was passiert ist. Wie ich sagte, mein Job und der anderen Ermittler ist es, in dieser Sondereinheit Kinder vor Übergriffen zu schützen. Oder vor noch schlimmeren Dingen. Das hört sich jetzt vielleicht schlimm an, aber vor Mord und sowas. Sie sagten, Sie waren vorher noch nie in Schwierigkeiten. Also ich glaube ja, dass Sie kein schlechter Typ sind. Ich schwöre bei Gott, Sie können meine Akte... Ja, das werde ich später machen. Aber im Moment sind Sie ja sehr kooperativ. Und Sie sind ehrlich. Ich glaube nicht, dass Sie ein schlechter Kerl sind. Aber ich muss es eben sicherstellen. Denn alle schlechten Jungs sagen,
dass sie keine schlechten Jungs sind. Also erzählen Sie mir, was sie heute hierhin gebracht hat. Der Ermittler wendet die bekannte Lehrbuchtaktik an, die wir schon oft in Verhören gesehen haben. Er fängt das Gespräch sehr freundlich an und versucht einen auf Kumpel zu machen, indem er ihm versichert, dass er nicht glaubt, dass er ein schlechter Kerl sei. Damit will er natürlich das Vertrauen aufbauen, damit Jerry ein Geständnis abgibt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass er wirklich glaubt, dass Jerry unschuldig ist. Also erzählen Sie mir, was sie heute hierhin gebracht hat. Meine Dummheit. Ich nutzte diese App, okay? Und ich suchte nach was auch immer, okay? Und er schrieb mit mir. Und ich fragte ihn über die App nach seinem Alter, aber er verriet es mir nicht, okay? Dann wollte er, dass ich ihm schreibe und ich schrieb ihm. Und ich... Ja, ich bin darauf reingefallen. Ich war einfach dumm, okay? Ich hätte nie... Und das weiß ich genau, denn ich habe einen Sohn und ich habe eine Tochter. Ich habe Enkel. Und ich will nicht, dass jemand es mit ihnen macht. Also, ich weiß das. Also weiß ich das, mit einem 14-Jährigen zu reden und zu ihm zu fahren. Das Dümmste war, was ich im Leben je getan habe. Ja. Ja. Ich kann es nicht anders erklären als dumm. Ich wollte nichts mit ihm anfangen, ich schwöre es. Ich wollte ihn wirklich nur treffen. Aber selbst das hätte ich besser nicht gemacht. Warum fuhr ich nur zu diesem 14-Jährigen, dessen Mami nicht zu Hause war? Keine Ahnung. Das war das Dümmste, was ich tun konnte. Okay, von jedem. Ja, da sind wir einer Meinung. Wir wollen eben herausfinden, warum. Aber es wirkt, als wüssten Sie es selber nicht. Haben Sie das schon mal gemacht? Nein, ich schwöre, sowas habe ich noch nie gemacht. Okay. In Wahrheit wurde ich öfter von Minderjährigen angeschrieben. Und ich wollte sie melden. Sie sagen, Sie haben schon Minderjährige gemeldet? Ja. Erzählen Sie mir von dem Gespräch mit ihm. Also mit dem angeblich 14-jährigen Jungen. Wie lief das ab? Ich meine, was genau über Sex? Wir schrieben... Was genau? Oral Sex. Okay, sonst noch was? Sexless. Ich sagte ihm, dass ich nicht wolle, dass er was bei mir macht. Nein? Sie wollten also den Sex bei ihm ausüben? Mhm. Okay, und das nachdem Sie wussten, dass er 14 Jahre alt ist? Ja, okay. Meine Blödheit. Schickten Sie ihm anzügliche Bilder? Nein. Nicht? Nicht von mir. Keine von Ihnen. Sonst irgendwelche? Ja. Welche? Ich schickte ihm 2 Bilder. Aus dem Netz und noch 2 weitere. Aber das war nicht Ihrer? Nein. Schrieben Sie nur über die App mit ihm oder sonst noch wo? Was? Ihr Gespräch begann auf der App mit ihm und dann wechselten sie auf das Handy, stimmt's? Sie sagten, er gab ihnen seine Nummer und sie schrieben ihm. Ja, diese Textnachrichten, das waren sie die ganze Zeit, richtig? Ja. Also sie waren der angeblich 19-Jährige. Ja. Das Bild, das sie ihm schickten, war aus dem Internet? Ja. Okay, warum machten sie das? Das verstehe ich nicht. Weil ich das Ganze... ehrlich gesagt, gar nicht so wirklich wollte. Das ist der Grund? Ja. Ich wollte eigentlich nicht wirklich was mit einem Mann machen. Ich weiß nicht. Es war... Ich kann es nicht erklären. Es war so eine Art... Nun ja... Fantasie? Ja, Fantasie mit einem Mann. So eine Art Fantasie, ja. Hatten Sie also vorher noch keine sexuellen Beziehungen zu jüngeren Männern? Nein. Also war das eine Fantasie, die sich in ihnen aufbaute? Mhm. Okay. Also, die Bilder waren nicht von ihrem Penis? Nein. Sie spielten also den 19-Jährigen nur vor? Mhm. Okay. Und irgendwann schrieben sie ihm also mit der Nummer 4296? Nein. Nein? Haben sie ein anderes Handy dafür genutzt? Nein. Das Handy, was ihre Leute mir abnahmen, das war ein anderes Handy. Also nutzten sie dieses Handy nur fürs Internet? Nein, das war nur ein altes Handy. Ein altes Handy. Wie ist die Nummer davon? Keine Ahnung. Sie kennen sie nicht? Das ist nur ein Prepaid-Handy. Okay.
aber es ist ihres. Ja, okay. Erzählen Sie mir mehr über diese anderen Typen, die mit Minderjährigen sprachen. Was wissen Sie über diese Leute? Ja, ich kenne da diesen Typ mit einem grünen Golfcar. Oh, den kennen wir doch auch. Wer ihn von euch noch nicht kennt, schaut mal in meine Playlist Fall 33, Matthew Daly. Und wo wir gerade dabei sind, ein Daumen hoch für das Video wäre sehr hilfreich, um den alten Algo anzukurbeln. Und ich wäre euch sehr dankbar. Wenn euch der Kanal gefällt, wäre ein Abo echt klasse. Und in den Kommentaren freue ich mich darauf zu lesen, was ihr von dieser Art der Ermittlungsarbeit in den USA haltet. So, genug geschwafelt. Hören wir mal, was er über Matt weiß. Kennen Sie seinen Namen? Kenne ich nicht. Können Sie ihn beschreiben? Lebt er in Ihrer Nähe? Er schrieb einigen Leuten, er sei 40. Anderen, er sei 30. Das weiß ich, weil er mir über die App schrieb. Mir sagte er, sei 30, aber eigentlich sah er aus, als wäre er in meinem Alter. Okay, haben Sie ihn mal getroffen? Nein, er war mir unheimlich. Ich sah ihn auf den Kameras von meinem Haus. Ja? Ich sah ihn die ganze Zeit vorbeischlendern, wenn die Kinder draußen spielten. Und deshalb hatte ich ein Auge auf ihn, wissen Sie? Ich habe ihn beobachtet. Redet er auch mit den Kindern? Das habe ich nicht gesehen, denn sie spielten meistens etwas weiter die Straße runter. Sie fuhren bei mir nur mit dem Fahrrad vorbei. Darum. Aber der Typ macht Ihnen Sorgen. Ja, also er war Ihnen irgendwie suspekt. Ja. Erst heute habe ich mit einer Nachbarin gesprochen und sie sagte, dass sie den Typ auch komisch fände. Okay. Sie würde ihm auch nicht über den Weg trauen. Jerry verrät also, dass er einen weiteren mutmaßlichen aus der Nachbarschaft kennt. Er meint, der Typ, den wir aus dem letzten Verhör kennen, sei ihm selbst unheimlich gewesen. Das wirkt aus seinem Mund natürlich etwas makaber. Offensichtlich will er damit von sich ablenken und bei den Ermittlern Punkte sammeln. Okay, also hier ist der Deal. Wir haben Ihr Auto hier stehen. Es steht draußen am Umspannwerk. Ich weiß nicht, was gerade damit ist. Es wird noch durchsucht werden. Und Sie sind verhaftet, das sagte ich ja schon. Also würde ich gerne von Ihnen vorher wissen, werden wir in Ihrem Wagen etwas Illegales finden? Drogen, Waffen, irgendwas? Mhm. Gut. Werden wir darin Plastikbeutel, Klebeband oder andere Entführungswerkzeuge finden? Mhm. Mhm. Sowas ist da nicht drin? Nein. Ich will nur sicher gehen. Also, ich will Ihnen die Gelegenheit geben, denn Sie waren bisher ehrlich zu mir. Ich schwöre bei Gott nichts davon. In meinem Wagen liegt nur Arbeitszeug. Ja? Sachen von der Arbeit und sowas. Das ist alles. Okay. Das nächste Thema. Und nochmal, ich vertraue Ihnen. Werkzeug, okay. Haben Sie eine Werkzeugkiste darin? Nein, das ist ein... Wie zum Geier nennt man es noch? Jedenfalls ist es von meinem Onkel. Ach Mann, so ein Teil, womit man Fliesen schneiden kann. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, es sieht aus wie eine Gärungssäge. Ach ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Bei meiner Tante wird gerade das Badezimmer neu gemacht und da stand auch so ein Teil. Die Fliesenleger hatten so eins dort. Ich glaube, das ist noch darin. Haben Sie also kein Serienkiller-Werkzeug? Kabelbinder, Plastiktüten, Panzertape? Nein. Gut, dann müssten... Ich sage Ihnen, ich bin kein schlechter Kerl. Ich sagte ja, das glaube ich Ihnen. Aber ich muss meinen Job machen und das sicherstellen. Denn ich habe andauernd schlimme Kerle hier. Ihr Handy, was Sie haben. Ist da irgendwas auf diesem Handy? Suchverläufe, wie man jemanden umbringt, wie man ein bringt, wie man es los wird oder verkauft. Mm-mm. Gibt es darauf kindliche Aufnahmen? Nichts in der Art? Nein. Okay, irgendwas anderes Illegales auf Ihrem Handy, was uns alarmieren könnte. Vielleicht, dass Sie Dope verkaufen. Sowas in der Art. Mm-mm. Nichts davon. Nein, davon habe ich wirklich nie etwas getan.
Gut, also ich glaube Ihnen, aber ich muss Sie das fragen. Ich weiß. Ich muss das eben machen, um sicherzustellen, dass Sie kein Verbrecher sind. Und ich glaube Ihnen. Also, und da sind noch Fotos von anderen Leuten drin, aber das sind andere Leute. Ich mache mir Sorgen darüber, ob Sie ein Monster sind. Nein. Ich denke, Sie sind keines. Ich denke, Sie haben heute einen schlimmen Fehler gemacht. Mhm. Aber das ist nicht das Ende der Welt. Wir werden versuchen, Sie so kurz und schmerzlos hier durchzubringen, wie es geht. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Und ich wusste es besser, bevor ich dorthin ging. Ja, Sie sagen es. Ich wollte erst gar nicht dahin, das ist Fakt. Ich saß schon so zitternd im Auto. Also, warum habe ich das dann gemacht? Sie wussten, es war falsch, stimmt's? Ja. Okay. Ich schwöre bei Gott, egal ob Sie es mir glauben oder ob das Gericht mir glaubt oder diese Kamera hier, ich wollte mit diesem Jungen nichts machen. Okay. Ich sagte nicht, dass ich Ihnen nicht glaube. Ich wollte... Aber Sie wissen, dass Sie sagten, Sie wollen Oralsex an einem 14-Jährigen durchführen. Und dass das falsch ist, wissen Sie. Ja, klar wusste ich das. Aber Sie wussten, dass Sie das besser nicht hätten machen sollen. Ja, also waren Sie sich des Unrechts bewusst. Und das, was Sie schrieben, verstehen Sie? Auch wenn es nicht Ihr Penis war. Es ist verboten, sowas einem Minderjährigen zu schicken. Also diese Penisbilder. Das war falsch und das wussten Sie. Und ich nehme Sie ja auch nicht durch die Mangel hier. Ich bin wirklich froh, dass es nicht wirklich ein Minderjähriger war. Ich behandle Sie ja auch nicht, als wären Sie ein Dreck. Denn Sie waren bisher sehr ehrlich und hilfreich. Ich wollte auch eigentlich gar nicht da rein und dann habe ich ihn gesehen. Wollten Sie nicht? Nein. Was denken Sie, wie alt war er? Der Junge? Ja, als Sie ihn sahen. 18, 19. Sie dachten, er sei 18, 19? Mhm. Okay. Ich schätze Ihre Ehrlichkeit. Ja, ich bin ehrlich. Ja, und das ist für uns alle eine gute Sache. Als ich durch diese Tür ging, also als er mir öffnete, wäre ich beinahe wieder gegangen. Aber ich dachte, okay, er ist älter, als er sagte. Er ist keine 14. Aber ich wollte so oder so nichts mit ihm machen. Und darum ging ich dann doch rein. Verstehe. Also, Jerry, ich werde Ihnen jetzt das Vorgehen erklären. Sie gehen heute Abend ins Gefängnis. Und wie ich schon sagte, werden Sie morgen früh einen Richter sehen. Sie werden angeklagt und es wird eine Kaution für Sie festgelegt. So läuft das bei jedem, das ist das normale Prozedere. Verstehen Sie? Sie fragt nach Ihren Rechten. Kann ich telefonieren? Also meine Mutter anrufen, damit sie dann rüberkommt. Ja, wenn Sie gleich im Gefängnis sind, hier nicht, aber da gehört es zum Ablauf. Wenn Sie da sind, gehen Sie durch den Zugang, da ist ein Telefon, das können Sie dann benutzen. Okay, also da bekommen Sie die Möglichkeit, soweit ich weiß. Aber Sie müssen noch was erklären. Offensichtlich war unser Mann ja nicht 14. Wir geben Ihnen also die Möglichkeit, eine schriftliche Stellungnahme zu dem Ganzen zu schreiben. Egal, was Sie auch immer dem Gericht schreiben wollen. Ich nehme das Schreiben dann mit und lege es zu der Akte. Das geht dann morgen früh alles zum Gericht. Die Möglichkeit bekommt jeder. Sie bekommen also exakt die gleiche Behandlung. Ich lasse Ihnen einen Zettel und Papier hier. Okay? Ich gehe kurz rüber ins Büro, etwas Papierkram erledigen, dann komme ich wieder und dann bringe ich Sie ins Gefängnis. Dann beginnt die normale Prozedur. Also, wenn Sie wollen, lasse ich es Ihnen hier. Ist das okay? Mhm. Die nehme ich mit. Wie bekomme ich etwas für meinen Rücken? Ich sagte Ihnen ja eben schon, ich habe Schmerzen. Wir werden uns darum gleich kümmern. Wenn Sie im Gefängnis sind, wird sich das jemand ansehen. Also ich bin gleich zurück. Es wird ein paar Minuten dauern. Bitte berühren Sie die hier nicht. Okay? Also machen Sie es ganz in Ruhe. Ich bin gleich zurück, okay? Die Ermittler geben Jerry die Gelegenheit, eine Stellungnahme zu seinem Fehlverhalten zu schreiben. Das ist eigentlich eine sehr kluge Taktik, denn damit schreibt er wahrscheinlich selbst nochmal sein Geständnis. Leider wurde auch in dem Fall kein Urteil öffentlich. Jedoch wurde er von der Polizei auf die öffentlich einsehbare Liste der Sexualstraftäter gesetzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir hören und lesen uns beim nächsten spannenden Fall vom Übersetzer.